Chico. Pop, pop. Game Mode. So, Freunde, herzlich willkommen bei Dragon Ball Z. Ja, mal schauen, was das Spiel so auf uns warten lässt. Son Gohan. Der Saiyajin von der Erde. Sammelt sein Chi. Die Kraft. Ja, dann schauen wir doch mal, was auf uns bereit ist. So, Steuerung. L2 halten für die Abwehr. L2 und das ist Abwehr. Okay, okay. Bewegen. Explosion. Bewegen. R2. Nahkampf. Angriff. Key. Explosionsangriff. Key aufladen. Super Boost. Ja, fangen wir mal an. So jumpt er also durch die Gegend. Ne? Er macht hier seine Slice Attack. Kleine Attacken. Attacken. Irgendwo sammelt er auch sein Ski. So blockt er. So kann er quasi seinen Gegner wegballern und Junken Po, Steinschere Papier, mach doch mal. Ja,
全力で来い。Abgewehrt, alles klar. Ah. Spannend ist auch dein Key ein sehr gefühlt. Halte. Ah, okay. Also kann der auch nochmal eine super Attacke machen. Das schauen wir uns an. Aber habe ich nur die Spannung. Klassischen Kamehameha habe ich bei ihm besiegt. So. Okay, also da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Diese Kampfart kennt man aus den anderen Spielen auch, nehme ich an. Halte den Einfall des Saiyajin auf. Ja. Dann schauen wir mal. Ne? Scheint noch nicht ganz installiert zu sein, das Spiel, deswegen hakt es ein wenig. Ich kann natürlich jetzt nicht genau sagen, woran das liegt, aber ich hoffe, wenn die ganzen Updates runtergeladen sind, dann wird das nicht mehr passieren. Raditz. Der seinen Bruder sucht. Kono Hoshi mo ato sukoshi de seme otose sou da na. ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟をカカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。
嵐の予感教習サイヤ人 So, hier haben wir den Originalsprecher. さん、お父さん。お父さん、そろそろ家へ帰らないと、お母さんに怒られちゃうよ。Oh, mit Chichi will man sich nicht anlegen, so. ちょっと頭の中で強いやつと戦っててよ。強いやつ？あ、ピッコロっちゅう強いやつさ。ピッコロさん。ずっと目はピッコロ大魔王っちゅう、むっちゃくちゃ悪いやつだったけどな。生まれ変わったピッコロは、オラの知ってる中でもワクワクするほど一番もっと強くなって、あいつとまた戦えて、ってな。僕、戦うなんて怖いよ。おめえも修行すりゃすぐに強くなれっぞ。でも、お母さんに怒られちゃうよ。ああ、いっけねえ。そういや、食い物の材料を集めてこいって、父に。Dann suchen wir mal ein paar Zutaten. Möhren, was auch immer hier so wächst. Tashika. Sakana to Bingo da yo, Tōsan. Sakana. Ah, so da kana. Bingo der Apfel. Kono hen ni ari sou na Bingo kara sagasu suka. Un, boku sagashite kuru. Ja, such mal. Harikitte na, Gohan no yatsu. Und wir suchen jetzt auch mal ein bisschen in der freien Welt. Boostflug halten, Key-Explosion. Ja, probieren einfach. Learning by Doing machen wir einfach mal. Und. Harikiri suite! Korobun ja ne so! Okay. Gohan no yatsu, doku made sagashi ni itta kana? Sonna ni toku made wa itte ne hazu da ga. リンゴの木見つけたみてえだな。Die Optik erinnert zum Beispiel sehr an Zelda, ne? 取っておくか。僕に任せて。おいおい、あんまり。Geh nicht zu weit weg. どこまで探しに行ったかな。Dragon Rider. そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。Zwar mit den Dragon Balls wahrscheinlich im Spiel, im Laufe des Spiels können wir die einsammeln.Aktuell haben wir keine, obwohl Gohan eigentlich einen haben müsste. Ich wundere mich gerade, dass er kein Hütchen aufhat. In der ersten Folge von Dragon Ball hat er eigentlich immer das Hütchen auf, wo er den Dragon Ball von vom Opa hat. そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。お父さん、こっちこっち。ご飯、見つけてうめえな。フルスカネール。Sinne. Ah. Das, こんなもんかな。リンゴはこれくらいでいいだろう。よく見つけてくれたな、ご飯。そうか、疲れちまったか。あとは魚捕まえたら蹴るから、もう少しの。うん。
Also schnell noch ein Fisch gefangen und los geht's. Mazua, Sriva ni Kanetona. Demo amari hayaku arukanai de ne. Achte darauf, dass du ein Gohan. Chanto tsuite kun da so Gohan. Joha. Komm. Kann man den nicht aufsammeln? Da läuft er. どこ行っちまったんだ? Da ist er doch. Hm? どうした, Gohan? Boku, tsukarechitta. Mou arukenai yo. Nanda, shouga nee na. Ja, tochan ga dakko shite yakka. Okay. Jutta. Na komm. Put, put, put. Ja, ist ja sehr rührend gemacht, wie das die kleine Geschichte hier am Anfang. Ne, wie er ihn jetzt hier auf dem Arm hat. Das ist schon süß gemacht. Jetzt läuft er auch nur ganz langsam, kann nicht mehr rennen.偉い学者さんになりたい。え?おめ変わってんな。勉強教えんな。無理だけど。修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ来ててやっかな。ノエアタベアンビ、そのだ、ビーシティリヒティだった。やぼ。そうよおめ。釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。じゃ、俺が学院長の頃やってたやり方教えてやっかな。 よし、ここも釣れそうだな。でも、どうやって釣りするの?へへ、普通は釣り竿を使うけどな。尻尾で釣り?うん。尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし。ま、ほらもう、尻尾がなくなっちまった。ブルマっちゅうやつにそのこと言ったら、面白がって釣り用の尻尾なんか釣る。 Da bin ich mal gespannt. Köder benutzen? Du hast nicht genug Köder. Okay, angeln wir einfach mal. Das. Ja, komm, die Fische, komm. Oh! Ja, entschuldige bitte. Hätte er nie was anderes gemacht. Mager Riesenfrisch, Fisch. Weiter. Das ist der stumpfe japanische Humor, den ich so liebe. これならきっと父も喜ぶぞ。食い物の材料集めたら、なんか腹減っちまったな。僕もちょっと。あそこの焚き火で魚焼くか。お魚焼いて食べようよ。さて、魚焼くかな。 Der magere Riesenfisch. Der ist schon kleiner gewesen. Ne? Also, für Son Goku nicht genug. Aha. Oh, kutta kutta! Jappa, shinsenna sakana wa umme ya! たくさん食わねえと父ちゃんみてに大きくなれねえぞ。今日は楽しかったね、お父さん。
ご飯も手伝ってくれたしな。今度は釣りも教えてやっから。一緒にやろうな。うん。楽しみにしてるね。Seelenabzeichen, okay. So. An dieser Stelle mache ich mal einen Cut. Oder schauen wir uns das noch an. Schauen wir einmal kurz an. Community Boards, platzierte Seelenzeichen, okay. Zahl des gestellten Seelenabzeichen einer Community wirkt sich auf ihre Community-Ränge aus. Sobald der Community-Rang eines bestimmten Levels erreicht, erhöht sich ihr Rang und du erhältst Zugang zu weiteren Community-Fähigkeiten, die für ein Abenteuer hilfreich sind. Da die Gesamtstufe einer Community von der Community-Stufe der dazugehörigen Seelenabzeichen abhängt, kann der Community-Rang durch Hinzufügen von Entfernen von Abzeichen auch gesenkt werden. Okay, alles klar. Seelenabzeichen haben Community-Stufen, Community. Ich glaube, da wollten sie besonders cool kriegen, weil die nennen das Communities, Community-Stufen. Ja, okay. Alles klar. Also, Community-Stufe wichtig. In dieser Community kannst du Community-Skill aktivieren, die dir kämpfen helfen. Okay. Wenn du ein leeres Feld ausgewählt hast, drücke X, um den Seher zu. Okay. Anfänger und Unterstützung. Okay. Das ist quasi im Endeffekt wie in anderen Spielen ein Seelenbaum, heißt das hier Community-Stufe. Wahrscheinlich hat er zusätzliche Fähigkeiten. Ich nehme an, wenn der dann quasi Piccolo hat, kann er sich vielleicht besser heilen oder solche Sachen. Bulma wird ihn vielleicht unterstützen bei irgendwelchen Fahrzeuggeschichten und so weiter. Okay, wir machen jetzt einfach das leere Feld, vielleicht das hier. Ja. Okay. Ah, Grüße. Hab ich. Da. Da. Ome mo kitei tara tsuyoku naretsu. Okay. Sonna no muri da yo. Was? Muri da yo? Das gibt's doch nicht. Ultimatives Vater- und Sohn-Team. Ich mag solche überragenden Wörter. Okay, der Boni. So, Eva. O-to-san ga tsuri o shite ta toki ni konna no hirottan da. Oh, thank you. Okay, also geschenkt. Geschenkgegenstände, Seelenabzeichen. Ja, das öffnen wir doch mal. Heiliger Text, Z-Krieger-Fähigkeit plus 2, Freundschaft plus. Ja, das hört sich doch gut an. Jawohl. Jetzt haben wir kein Geschenk mehr. Schüler der Schildkrötenschule. Na, ja, da kommt doch bestimmt ein Muten Roshi dazu. Mhm. Vom Gegner zum Freund. Piccolo, Retter der Erde. Hm. Weiß ich nicht. So. Alright. Das war's fürs Erste. Ich werde jetzt erstmal eine bisschen Pause machen und ja, dann geht's dann mit dieser Stelle hier weiter. Das ist jetzt hier quasi das Einführungstutorial gewesen und ja, schauen wir mal, was das Spiel noch so bereithält. Bis dahin, sayonara, lasst uns eine kleine Klingel da und bis dann, tschüss.